Und jetzt haben wir die große Freude, einen Mann zu begrüßen, der so etwas ist wie der Bärengewinner aller Zeiten, der Herzen. Bitte begrüßen Sie den Berlinale-Direktor Dieter Koslik. Standing Ovations, meine Damen und Herren, hier in unserer kleinen Lounge. Die Menschen stehen auf, applaudieren ihm, während Dieter im roten Schal natürlich den Mantel ablegt, zu uns kommt. Unser erster Gast heute ist gleichzeitig auch zum letzten Mal da. Was für ein großer, historischer Augenblick. Dieter, willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo. Danke. Dieter, nochmal Standing Ovations. Hattest du gerade schon im großen Saal? Und was ging dir durch den Kopf? Was ist in dem Augenblick passiert? Jetzt musst du das mal machen, was die ganzen Gewinner immer machen müssen, nämlich idiotische Fragen danach zu beantworten. Wie fühlen sie sich? Naja, die Frage, wie ich mich fühle, beantworte ich seit 10 Tagen. Und ich fühle mich gut. Und zweitens ist es natürlich das einzige Problem, glaube ich, was es heute Abend gibt, ist, meine beiden Psychoanalytiker, die sind jetzt entlassen worden, weil mein Selbstbewusstsein so gigantisch geworden ist, dass ich die nicht mehr brauche. Ja. Dieter, ich hab mir schon mal so überlegt, eigentlich bist du ja in einer beneidenswerten Lage. Du kannst jetzt deine Nachrufe alle schon zu Lebzeiten lesen. Also alles, was sie schreiben, klingt ja aber so ein bisschen so, aber davon hat man ja später gar nichts. Du hast was davon. Nee, also das ist ein gewisser Vorteil. Wenn es so läuft, ja, es können ja auch anders laufen, ja, es gibt ja genügend Leute, die mich jetzt nicht so toll finden, ja, also, ja, aber die kennen wir ja, es ist eine Handvoll, ist eine Truppe. Also das ist eigentlich schon ganz schön, ja, ich weiß auch gar nicht, ob es noch steigerungsfähig ist, aber lass uns mal auf dem Teppich bleiben, und zwar auf dem Roten in diesem Punkt. Das hat natürlich was zu tun und dieses Jahr ist das wirklich übergeschwappt, was ja schon immer, es war ja schon immer, also die letzten Jahre hat sich das angedeutet. Es ist ein Volksfilmfestival geworden und das meine ich jetzt im positivsten Sinne, weil die Leute haben keine Angst, über diesen Teppich zu gehen, den Direktor zu knuddeln und sich freuen, einfach ins Kino zu gehen. Und ich meine, wenn das die letzten 18 Jahre Arbeit einen Sinn gemacht haben, dann das, weil wir machen ja einfach nur Werbung, Lust auf Kino. Das ist ja das Allerwichtigste, ob der eine oder andere Film, sie sind ja sowieso alle gut, ja, aber dann gibt es natürlich noch 2, 3 bessere. Das ist ja jetzt egal, sondern Lust auf diesen großen Raum, auf diesen Unterschied, wenn man Ben Hur auf der Armbanduhr anschaut oder im großen Kino, das ist einfach Size Matters, ja. Dieter, wenn du auf die 18 Jahre zurückblickst, wie gesagt, die Außenwelt erinnert dich sowieso jetzt pausenlos daran, was so war. Was war so der Augenblick, den du am liebsten immer wieder erleben möchtest? So Tag für Tag, der sich immer wiederholen könnte wie so eine Zeitschleife. Du meinst so Binoche kuscheln oder so? In die Richtung soll es gehen. Ja. Nee, also das ist auch sehr schön, muss ich sagen. Das ist so noch so ein... So, nein, das ist... Na, klar, nein, ich will mal sagen, das ist weniger, als man denkt, ja. Also wir küssen uns teilweise richtig. Und das hat aber was zu tun mit dieser Herzlichkeit, die da so entsteht, mit dieser electrifying Berlinale, ja, hat ja Audi so einen Slang. Das ist electrifying, it's electrifying, dieses ganze Zusammensein. Und das ist ja das Geheimnis des Kinos. Ja, ich meine, jeder kann ja dumm rumstehen an der Ecke, ja, alleine. Aber so, dass man was zusammen macht, dass man das zusammen fühlt. Und diese Fans da vorne, ja, die ja auch so viel ausmachen zu diesem Filmfestival, wenn die nicht da wären, was ist denn dann? Ja. Dann steigt jemand aus, den wir kennen und das war's, weil ich ihn kenne, aber sonst niemand, ja. Und das ist mir extrem wichtig und da würde ich mal sagen, was könnte ich immer wieder machen? Aus diesem Auto aussteigen und diesen Moment erleben, wenn die Berlinale losgeht, das ist Magic. Das ist wirklich Magic und dann, macht Spaß. Dieter, das sind schöne Worte. Gibt es dann auch so einen Punkt, wo du sagst, never ever, verdrängen, überhaupt nicht mehr dran denken? Leider denkt man ja immer an die Dinge, die man verdrängen will, finde ich ganz besonders intensiv. Also wo es mal so richtig furchtbar war. Was furchtbar war? Ja. Naja, also das kannst du ja heute auch, kannst du ja in der Zeitung lesen, was sie so schreiben. Meine ich wirklich ganz persönlich, was du jetzt ganz persönlich jetzt nicht so toll fandst.
Also ich sage jetzt mal so, ja, also ich bin ja seit 1983 auf der Berlinale, ja, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt erst hier rumlaufe. Und da hat mich immer Folgendes gestört, aber nicht, dass ihr mich falsch versteht, also es wurde geraucht, es wurden Buffets aufgebaut, wo die Leute hinten gegessen haben, also während man vorne redet, haben die sich irgendwie so da reingestopft. Dazu gab es literweise den schlechtesten Wein, Edler von Monarch, also Stierblut gemischt mit Aspirin. Und das hat aber dann gar nicht mehr gewirkt. Und irgendwie hatte man nach 3 Tagen einen solchen Hangover, dass ich dachte, wo bin ich hier hingeraten? Das ist eine Vergiftungsmaschinerie. Man muss ja nicht so weit gehen wie ich, dass es heißt, Schluss aus, jetzt kein Fleisch mehr. Ja, das ist in einer Stadt wie Berlin, das ist ja der Wahnsinn. Ja, das ist ja der Wahnsinn, den Kampf gegen die Würste aufzunehmen, die hier rumtappen. Das ist ja kein Problem. Aber gegen die Currywürste, das ist ein wirklich Challenge. Und den haben wir aufgenommen. Also da unten gibt es diese wunderbaren Kässpätzle. Das sättigt, kostet 5 Euro und man ist anschließend ungefähr so drauf wie ich. Schön, wie du diese Frage nach dem schlimmsten Augenblick der Berlinale gewendet hast, hinein in eine optimistische Botschaft, eine vegetarische. Ist völlig okay an so einem Abend, finde ich richtig in Ordnung. Du hast die Berlinale, hast vorhin auch angedeutet, ja wirklich mitgeöffnet, in die Stadt hinein, Kiezkino zum Beispiel. Also, dass die Leute die Berlinale wirklich annehmen. Und das ist vielleicht auch etwas, was an Tradition tatsächlich auch bleiben wird. Also, dass die Berlinale etwas nicht Elitäres hat, kann man es vielleicht so beschreiben? Ja, das würde ich aber mal so sagen. Ja, also das, wenn es so, das ist es. Ich meine, wenn hier aus meinem Dorf kommt hier eine Delegation von 35 Dörflern an, mit denen ich da gelebt habe, ja, oder aus Heilbronn oder die ganzen Schwaben, um mal zu gucken, was ihr die da so macht. Und da ist es mir wirklich wichtig. Und das ist jetzt nicht so, ja, wir machen jetzt so, ja, ich weiß nicht, alles ist gleich oder so. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass wir ein anspruchsvolles Massenmedium haben. Das ist Film. Und im Zusammenhang mit dem Filmfestival ist es anspruchsvoll, was immer das heißt. Anspruchsvolles Entertainment. Und man muss den Leuten einfach die Angst nehmen, dazu kommen. Morgen werden fast 80.000 Leute ins Kino gehen. Da ist kein einziger dabei, der einen Batsch hat oder eine Tasche hat, wo du sofort siehst, aha, das ist ein Berlinaler. Ja. Das ist der Publikumstag morgen, also dann morgen wirklich der Sonntag. Morgen, das haben wir ja nur mal eingeführt, weil wir kein Geld mehr hatten. Und dann haben wir gesagt, na, dann machen wir einen Publikumstag. Ich meine, das ist natürlich absurd. Die ganze Berlinale ist eine Publikumswoche. Ja. Aber da können nur Leute eine Karte kaufen, die kein Batsch haben. Gar nicht. Das muss ganz normal und ist auch nicht allzu teuer. Ja. Und dann gehen die und das im Vorverkauf alles verkauft. Und weißt du, ich kann dir das nicht richtig schildern. Das ist eine, wenn man so einen Job macht, das ist eine hohe, viele Leute wissen ja nicht, dass unser Job nicht anstrengend ist, aber sehr eitel. Und diese Mischung aus nicht anstrengend und sehr eitel, das kann zu unglaublichen Informationen führen. Ja, genau. Ich wollte es jetzt nicht so präzise sagen. Aber deviantes Verhalten nenne ich das, ja. Und deshalb finde ich, wenn das so richtig so normal läuft, also dass alles so, ja, dass alle gleich sind. Ja, wäre es so, ja. Übrigens, das wollte ich noch mal sagen mit deiner vegetarischen Nummer. Du kommst ja aus dem Osten. Ja. Das wäre ein Projekt für mich. Also das Einzige, weshalb ich bedauere, dass die Mauer unten ist, ja, ist, ich wäre gerne als Veggie-Missionar zu euch gekommen und hätte euch eure Würzfleisch ausgetrieben, eure Königin-Pastete. Und das bisschen, was wir hatten, hättest du uns noch ausgetrieben. Super, auf so eine Leute wie dich hätten wir gerade gewartet, Dieter. Aber okay. Dann erlaube ich noch eine letzte. Stimmt nicht. Hätte ich natürlich nicht gemacht. Weiß ich doch. Die letzte Frage noch, und da schauen wir jetzt immer in die Zukunft, weil das finde ich schon interessant, auch wenn man diese Berlinale wieder sieht. Also Öffnung zum Beispiel zu Serienformaten und ähnliche Dinge. Also was meinst du, werden Festivals trotzdem vielleicht sogar immer wichtiger, obwohl sich die Abspielmöglichkeiten und die Wahrnehmung sehr verändert? Also ich glaube, Filmfestivals verändern sich ja auch im Laufe der Zeit in der Historie. Als sie in den 30er Jahren gegründet worden sind, zum Beispiel Venedig,
Venedig ist ja schon vor 33 gegründet worden. Das schreiben die nur nicht aufs Plakat, weil es so peinlich ist mit Mussolini. Ja. Aber das ist ja da aus politischen Gründen gegründet worden. Dann zum Beispiel in Frankreich ist es aus touristischen Gründen gegründet worden. Bei uns in Berlin 1951 ist auch politisch. Es war der Kalte Krieg, es war alles in Schutt und Asche. Es musste Kultur kommen, denn wie wir in der Zwischenzeit wissen, mit Ökonomie kann man ja nicht irgendeinen Hut gewinnen, sondern das muss schon Kultur sein, hat auch heute Abend jemand gesagt. Und ich glaube, dass die Festivals deshalb so wichtig werden, weil sie Veröffentlichungsplattformen sind für Filme, die man sonst wirklich nicht mehr sehen kann. Und ich sage jetzt nicht, dass die Streamingdienste nur dummes Zeug machen oder so. Das stimmt ja überhaupt nicht. Ja? Die haben ja sehr anspruchsvolle Filme. Aber die Rezeptionsgewohnheiten der Leute, der jungen Leute, die verändern sich. Ja? Die gucken einfach Filme und Audiovisionen auf ganz anderen Tablets und so. Solchen Sachen an. Und deshalb ist es wichtig, dass man ihnen sagt, hey, passt mal auf, wir haben am Brandenburger Tor vor 9 Jahren die größte Leinwand aufgezogen, die es jemals gab, mit einem Vorhang. Und da sind nachts 2.500 Leute im Schnee, Gestöber hätte ich fast gesagt, gestanden und haben sich Metropolis angeguckt. Das ist der Hammer. Das ist nicht einfach eine Pizza Margherita. Das ist mit Salami. Richtig. Dieter, vielen Dank dir. Aber jetzt... Danke auch für diese richtungsweisenden Worte, die wir gebraucht haben natürlich noch auf dem Weg. Dieter, die Kulturstaatsministerin, die auch schöne Worte gefunden hat vorhin, hat dich ja zwanghaft sozusagen zum Paten gemacht. Das ist ein Geschenk, was man ja gar nicht ablehnen kann, für einen Brillenbären oder sowas. Also war es irgendein Bär, für den du jetzt verantwortlich bist, ob du es willst oder nicht. Wir haben auch lange überlegt, was wir jetzt machen, weil du hast ja alles, also ganz klar. Haben aber gedacht, wir schenken dir was ganz Kleines. Das ist kein materieller Wert, aber es geht uns sehr, sehr nah und es ist, glaube ich, auch genau das Richtige. Das sind ganz erlesene Oliven, eine wundervolle Zitrone. Du liebst vegetarische Kost und du wirst dich kümmern mehr noch um Ernährung, um Gartenarbeit. Hieraus können wundervolle Bäume werden, wie wir alle wissen, die wir gerne dann auch besichtigen würden in ungefähr 50 Jahren, wenn die dann richtig groß geworden sind, Dieter. Wir danken dir ganz herzlich, das ist von Radio 1 ein nicht materiell wertvoller, aber sehr inniger Dank für auch 18 tolle Jahre mit dir, Dieter. Ganz herzlichen Dank. Dieter Kosslick war das Gesicht dieser Berlinale. Es war ein gutes, ein herzliches, ein offenes Gesicht. Es war ein Berliner Gesicht. Dieter, alles Gute dir, natürlich. Darf ich noch was zu diesen Oliven sagen? Also, vielen Dank, das ist natürlich toll, ja. Also, wenn man sowas geschenkt bekommt, da weiß man, dass man geschätzt wird. Aber was ich gut finde, und ich meine, ihr alle, ja, wir alle hier zusammen haben ja ein Ding, was wir mehr oder minder gerne machen. Ich zum Beispiel mache es gerne, ja. Das ist die Haushaltsabgabe. Also, früher war das Gebühren, Radio- und Fernsehgebühren, ja. Und wenn man solche Geschenke bekommt von einem Radiosender nach 18 Jahren, dann wissen wir, mit den Gebühren wird sorgfältig umgegangen. Ich darf das noch ergänzen. Moment, meine Lieben. Ich darf das noch ergänzen. Filme zum Beispiel stehen ja auch stellvertretend für die Wirklichkeit, lieber Dieter. Das sind Metaphern und Symbole. Natürlich bekommst du bei uns die Pflanzen selbst. Im Topf und auch schon ein bisschen angewachsen haben wir Jespus nicht da. Das sind Stellvertreter für echte, schöne Olivenbäume, für eine ganze Plantage fast. Und Zitronenbäume. Ich möchte auch noch dem Knut danken. Vielleicht so nenne ich vielleicht diesen Brillenbär. Ich habe ihn ja noch nicht gesehen. Knut. Sie ist schon 28 Jahre alt, sie ist eine Frau, aber egal. Naja, gut. Ich meine, mancher wäre froh in deinem Alter, wenn er eine 28... Naja, anyway, ich will nicht die Debatte hier MeToo-mäßig weiterführen. Ich möchte nur eins sagen. Wie kommt es eigentlich so 28 Jahre? Ist das hat die Ministerin vorhin gesagt, da warst du so ergriffen, hast du gar nicht gehört. Die ist ja für Frauen der Equalität zuständig. Also ich wollte was zu dir persönlich sagen, Knut. Ohne dich und deine Freunde, aber ohne dich speziell, und die meisten wissen ja, wie ich dich nenne, wenn niemand dabei ist, ja, Marathonzunge. Ohne dich, mein Lieber, wäre das Kino halb so schön. Man könnte es einfach weniger hören. Und du bringst es uns immer so nahe und hast diese Form von Empathie. Du liebst wirklich den letzten Scheiß und das ist so schön. Dieter, vielen lieben Dank. Dieter Kosslick, meine Damen und Herren, 18 Jahre gehen zu Ende. Und wir danken dir, Dieter, für 18 tolle Jahre mit Berlinale.